Taja, schön, dass ihr da seid. Hier ist sie wieder, eure Josie. Heute nehmen wir uns das letzte Menü der Kamera vor. Und was sich dahinter verbirgt, werden wir uns ansehen. Das ist das Wiedergabemenü. Ich habe es noch mal schon einen Blick reingeworfen, weil ich habe es selbst noch nicht oft benutzt. Aber da sind einige interessante Punkte mit drin. Und das Ganze schauen wir uns an nach dem Intro in der Kurzdurchfassung natürlich. Dann fangen wir mal an. Und zwar werde ich jetzt die Kamera umstellen. Wir machen die hier an, machen die hier aus. So, da haben wir sie doch. Okay, gut. Dann können wir anfangen. Wir machen die Kamera an. Wir gehen ins Menü hinein. Wir gehen runter in das letzte Menü. Wie ihr seht, hier, wir machen jetzt natürlich wieder nur die Kurzzusammenfassung. Wie ihr seht, 5 Seiten sind auf diesem Menü zu sehen. Das heißt, wir haben maximal 25 Einstellungen. Und die werden wir jetzt durchgehen im Schnelldurchlauf. Und beim zweiten Teil dann dieses Streams sehen wir dann, wie es dann natürlich weitergeht, beziehungsweise im zweiten Teil des Videos. So, als erstes haben wir da die Dia-Show, die Wiedergabe, die Ortsinformation protokollieren, die RAW-Verarbeitung, der 4K-Fotomassenspeicher, dann auf der Seitenseite die Lichtzusammensetzung, die Löschkorrektur, die Titel einfügen, den Text einfügen einfügen, das Video teilen, das ist eine sehr interessante Funktion, die Zeitraffer-Video, das Slow-Motion-Video, die Größe ändern, der Zuschnitt, das Drehen, die Anzeige drehen, die Favoriten, die Druckeinstellungen, der Schutz, die Gesichtserkennung bearbeiten, die Bildersortierung und die Löschbestätigung. So, das waren die im Kurzdurchlauf die ganzen Menüs. Wir schalten kurz die Kamera um. Da kann ich das machen, weil die Kamera natürlich das Ganze überlagert. So, das war's aus dem ersten Teil. Ich hoffe, ihr konntet zumindest schon mal einen kleinen Einblick genießen. Und wir werden das Ganze jetzt so machen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und wenn euch das Video gefallen hat, einen kleinen Daumen hoch wäre nett. Wenn ihr Ideen, Anregungen, Kritiken habt, unten in die Kommentare. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, wäre es schön, ein Abo dazulassen und die Glocke zu aktivieren. Mir bleibt jetzt sozusagen bis zum nächsten Video und tschüss, eure Josie.